Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer gemütlichen kleinen Runde hier beim Tabletop-Simulator mit dem Secret Hitler. Zurück am Konferenztisch. Hallo. Genau, zurück am Konferenztisch. Ray ist es. Nicht Konferenz, Kabinetts. Kabinett. Kann ich löschen? Was? Ah, ja. Wieder mit den gleichen? Wen willst du auslöschen? Auslöschen? Fängt schon an, oder was? Geht's schon los. Ich würfel. Alles klar. Ich würfel, wer... Richtig. Genau, also liebe Zuschauer, das ist meine Karte, das bin ich, nur damit ihr das seht. Und die anderen wissen es nicht. Okay, Gangster fängt an. Okay. Wow. Oh, so, ihr seht hier auch nochmal, was ich bin. Lösch mal den Würfel, Mushroom, by the way. Natürlich. Warum? Hier wird nicht gewürfelt, hier wird klar von dick gemacht. So, wenn wir würfeln würden. Verdammt nochmal. Ja, komm, bei Mushroom ist jetzt mal nicht wahr. Oh Gott, yes. Da haben wir schon die beiden Faschen. Kanzler, Freunde. Gut los. Ja, sag ja, rot-weiß, das spiel ich das letzte Mal schon. Ja. Ich spiel mal ein bisschen Schicksal. Alle wählen, Leute. Weichen Schicksal, raus. Sehen wir was? Ich würde sagen, wir Moment. Nehmen ihn aber nicht. Alle umdrehen? So ein Assi. Was, du schlägst ihn vor, aber wählst ihn nicht. Das war rein aus Freude, ich wusste, das zeigt eindeutig, dass der Präsident einen an der Macke hat. Hatte Hitler übrigens auch, also von dem her. Passt. Passt, perfekt, confirmed. Alter. Oh. Pater, willst du uns gleich sagen, dass du Hitler bist, damit wir... Das ist einfach. Wie kriegen das wieder weg? Ach, einfach da. Auf den Text nochmal, Reese all yes. Blups. Was gibst du mir dafür Dreckskarten, bitte? Ja, Arnold, das ist alles blöd, ja? Da. Jetzt bin ich mal gespannt. Und wahrscheinlich Arnold. Direkt die Fascho-Karte, wa? Nehm richtig. An. Auf jeden Fall. Okay. Ja, erzähl mal, Arnold, was hast du? Ich hatte keine Wahl. Mhm. Du hattest also keine Wahl. Ich hab dir eine rote und eine blaue gegeben. Alles klar. Jetzt erzähl ihr nicht. Gangster ist es. Warum? Ich hab jetzt keine Stimme mehr. Was ist da los? Das macht dich schon mal ziemlich. Es gibt ja gar kein, also erstmal so, es gibt ja gar keinen Grund für Gangster eigentlich zu lügen. Ja. Ja, deswegen so genau. Ist eigentlich Mushroom schon mal direkt ausgeschlossen. Mushroom wird confirmed hier. Da gibt's direkt, so eine Karte hier. Da steht Not Hitler confirmed. Achso. Das ist natürlich blöd. Mega geil. Boah, Alter, was ist mit meiner Stimme? Die hat ja gerade so ein Fascho geraubt, glaube ich. Ich will nur mal kurz anmerken, dass Hitler auch immer so eine heißere Stimme hatte. Ja, ja. Nicht reden konnte. Okay. Das passiert halt. Wir machen das jetzt so. Ich wähle jetzt, ich sag jetzt, obwohl Mushroom kann ich jetzt nicht nochmal nehmen. Nee, kannst du nicht wählen. Wird, was, nee. Der wäre eh dumm, den jetzt nochmal zu nehmen. Richtig, der wird sich eh rausreden, er wird dann einen Liberalen nehmen. Damit soll ich ja nochmal Gangster nehmen und ihn dann prüfen? Ja, das kannst du machen. Das kannst du machen, dann sind wir bei... Okay. Nee, er wird lügen, glaub mir, er wird lügen. Nee, du lügst doch schon, er hat mehr zwei Faschokarten. Also ich werde jetzt sehen, ob Mushroom lügt oder nicht. Ja, guck mal. Hört mal zu, wie der Raycraft wieder argumentiert, genau wie vor... Ja, komm, hol das mal. Ja, halt in der letzten Folge. Ja, dann müssen wir so lachen, oder was? Du lässt mich ja gar nicht ausreden, guck doch mal. Mushroom wird immer weiß, wenn er lügt. Guck mal, was für eine Farbe hat er weiß. Alles klar. Weht erstmal jetzt, komm, du go. Ah ja, genau. Okay, alle umdrehen. Aber wie gesagt, es gab ja gar keinen Grund für Gangster. Doch, als Faschist, natürlich. Ja, so, alles warum klar. Denn? Um vor einen Faschisten in der ersten Runde vor allen Dingen, ne? Ja, um genau diese Situation herbeizuführen. Ja. Okay. Also ja, gut, Ray und Gangster sind für mich schon sehr verdächtig. Es gibt einen Grund für Gangster. Er kann halt natürlich von sich ablenken und auf Mushroom halt denken. Das könnte er halt machen. Ja. Natürlich. Also Ray und Gangster sind für mich einfach. Also ich weiß jetzt, wer die Wahrheit sagt. Also ich weiß jetzt, ob HD die Wahrheit sagt und ob Mushroom ja, die Arbeit sagt. Beide. Arnold, Quatsch, du darfst noch nichts sagen. Denk dran, du musst warten, bis es beide weiß ich jetzt. Bis es aufgedeckt ist. Jetzt. Ja, weil du hast ihm jetzt zwei Faschos gegeben, das ist ja ihm. Yes, ja, ich habe ihm die Wahl gegeben. Kannst du das bestätigen? Jo, so kann klar. Ich nur bestätigen. Okay, also Mushroom ist der Asi. Oh, leck. Ja. Ihr beide seid, oder was? Das Scheißding hier. Außer Gangster macht es jetzt mit Absicht, hat extra die liberalen Karte gelegt. Und er spielt mit Pader zusammen, oder? Damit wie? Der Verdacht sich verhärtet auch. So, jetzt bin ich beides. Ich sag Mushroom ist es. Ja, genau, beides. Mushroom ist es. Glaub mir, ich bin es nicht. Ja, alles klar. Mushroom, du hast dich schon in der ersten Runde in die Scheiße geritten, Mann. Ja, echt, Mann. Alter, seid ihr dumm, ey. Ihr seid so dumm, seid ihr. Ja. Wir sind sie dumm, weißt du? Ja, halt du das Maul, jetzt das Kanzlerding da stehen, das wähle ich aus.
Ja, komm, Ray, jetzt entscheide ich mal. Geh mir doch mal aus! Ja, jetzt nehmen wir noch mal Pardan, dann kann ich prüfen, ob Pardan nicht gemogelt hat. Sehr gut. Ob das nicht ein Riesen-Komplott ist, ja? Das sehr ist gut. Ein Riesen-Komplott. Sehr gut. Ich weiß nicht, aber egal, okay. HD? Ja, oh, okay. HD? Der ist schon seine Siege sicher, glaube ich. Ja, ja, okay, aber jetzt schießt wieder. Es haben alle auf Ja gestimmt und Anna, warum bist du jetzt auch für ein Pardan? Egal, was ich habe gesagt, ist es scheißegal. Ich möchte mal anmerken, ich habe gesagt, dass Arnold lügt, gell? Nur mal so am Rande. Ich weiß, was ich HD gegeben habe. HD hat die Wahrheit gesagt. Arnold lügt. Und Arnold hat gelogen. Und Ray darf nicht. Arnold lügt. Du darfst dir meine Aufnahme anschauen, und dann beißt du dir den Arsch. Ja, okay. Das kannst und ich gucke mir deine Aufnahme an und dann sehe ich, dass du ein Faschist bist. Ja, genau. So machen wir es. Soll ich jetzt mal gucken, was Ray mir gegeben hat? Jetzt pass auf. Als ob er das kontrollieren könnte. Welche Karten er ziehen kann. Alter. Pass auf, okay. Ray hat mir zwei Faschistenkarten gegeben. Ach, halt's Maul, du Faschist. Ja, weil ich tatsächlich drei Faschistenkarten hatte. Ich konnte gar nicht ihm was anderes. Ich hätte es gern geprüft, aber ich konnte ihm gar nicht. Ja, gut. Ja, nee, ich sag mal ganz ehrlich, es wäre das Beste jetzt gewesen, wenn ich es jetzt prüfen konnte, Pardan hätte prüfen können, aber das konnte ich nicht, weil ich wirklich drei Faschisten hatte. Ja. Das heißt, ich konnte es gar nicht prüfen. Deswegen bin ich jetzt auch nicht schlauer. Das bringt mir jetzt auch nichts. Geil, ja, also. Dann würde ich aber Pardan nochmal testen, einfach wenn es nicht geklappt hat. Darfst du nicht. Du darfst nicht. Ach, er war ja schon. Aber du könntest zum Beispiel jetzt mich testen, zum Beispiel. Du darfst ich nicht testen. Du bist durch, ja. Simon, teste mich! Nein, du bist ja, Arnold. Guck mal, wie er das will, Alter. Guck mal, wie also, du könntest jetzt entweder auch noch. Du könntest jetzt, um Pardan zu testen, könntest du jetzt entweder nochmal Gangster testen. Und genau, nimm Gangster. Guck mal, wie Pardan. Nein, tu das nicht. Nimm nicht Gangster, Simon. Egal. Ja, nee, es gibt zwei Möglichkeiten, aus, aber um Pardan zu testen. Nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Hey, es gibt zwei Möglichkeiten, um Pardan zu testen. Und zwar einmal nimmst du jetzt mich, um zu prüfen, ob ich die Wahrheit gesagt habe mit diesen drei Faschisten-Dinger. Ja, oder du nimmst nochmal Gangster, um selber Gangster zu überprüfen, um gucken, ob Pardan recht hat. Die zwei Möglichkeiten hast du. Genau. Ja. Alles andere ist jetzt eigentlich sinnlos. Richtig. Oder du prüfst mal schon selber, sei du selber Faschist. Nee, das ist ja, wir haben ja schon zwei Faschistenkarten, wenn das ist, finde ich jetzt zu gefährlich. Egal, was du machst, nimm nicht Gangster, okay. Arnold wird eh die dritte dann legen. Dann nehme ich Gangster. Oh, sorry, so. Nehme ich Gangster. Kein Problem. Oh, okay, alle wählen. Dann können wir ein paar der nächste Runde. Kann dann. Ich weiß, was jetzt schon von Arnold kommt. Ein Ja, weil er eh schon aufgegeben hat. Oder auch nicht. Er hat noch Arnold, das spiegelt sich immer mehr. Drei Stück darf ich nehmen, ne? Ja, drei Stück, ja. Okay. Eins. Sollen wir die anderen mal dann wieder reinwerfen, oder? Es sind noch sieben Stück drin. Ja, warte noch. Was stimmt, man sieht's ja. Ah, drin. Ich krieg die nie nebeneinander. Also bei Gangster bin ich mir sicher. Leg das immer ganz oben drauf, dann ist es am einfachsten. Ach, bei Gangster bist du dir sicher? Dass er auf jeden Fall Fascho ist. Nein, Gangster ist kein Fascho. Beim Pardan, ich glaube, Pardan ist proven, ich glaube, Ray und ein Gangster sind es, ja. Ja. Immer. Ja, wieso glaubst du? Das okay. Gibt überhaupt keinen Sinn, Maschel. Arnold, du bist confirmed, weißt du? Also ich will nur ganz kurz mal sagen, entweder spielt Mushroom extrem schlecht, ja, die Runde, oder wieso? Erklär mir mal bitte, warum ich schlecht spiele. Erklär mir das mal bitte. Erklär mir das. Ich sag da ganz kurz. Sag mal, guck mal, du kannst dich mal erklären. Doch, ich hab doch schon 10 Mal erklärt. Nein! Also, erste Runde. Erste Runde. Gangster gibt dir 2 Karten, du legst die Fascho-Karte, du sagst, er hat eine andere Wahl. Okay. Ich möchte kurz anmerken, ich habe beide liberalen Karten gelegt. Ja. Es spricht eigentlich alles gegen dich. Ich hatte die Wahl. Und deine Argumentation ist auch nicht so gut. Ich habe ihm die Wahl gelassen, ob er jetzt schon nah an Sieg rangeht oder ob er die Liberale geht, und er hat die Liberale genommen. Ja, also damit ist ja, es gibt ja aber gar keinen Sinn, weil jetzt haben wir genau das Problem. Ja, pass auf, jetzt darf aber Mushroom entscheiden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wen Mushroom nimmt als nächstes. Als für Bundeskanzler. Ups. Ja, ich denk mal seinen Kollegen. Ja, den kann er ja, ja gut, das werden wir jetzt sehen. Aber, das wäre aber dumm. Ja, weiß ich nicht. Warum wäre das dumm? Warum wäre das dumm? Ihr legt die dritte Karte, ihr sagt. Leute, jetzt haben wir ein großes Problem. Im Prinzip, Pardan hat Gangster überprüft, ob es stimmt.
Und da kam ja dann eigentlich raus, Gangster ist okay. So, dann hat Simon das auch überprüft, was er sagt, aus ist okay. Somit dürfte ja Simon und Pater eigentlich ja auch okay sein. Ich, bei mir kommt was, ja, jetzt sind ja alle Indizien gegen mich. Das Problem ist aber nur, ich weiß, dass ich gut bin oder ein Liberaler bin. Mhm. Und jetzt eben, ja, aber es gibt ja nochmal ein Fascho. Ja, nee, ist ja so, es gibt ja gar keinen Sinn jetzt. Laber keinen Scheiß. Alles klar, auf jeden Fall. Ja, komm, Arnold, Mann, nimm jetzt ein. Arnold, ja. Nimm jetzt mich. Das Kabel in der Kiste, nimm ihn weg und du bist weg. Okay. Alles klar, die beiden Faschos, wie ihr festgestellt habt. Nein. Ich werde es euch jetzt beweisen, dass ich keiner bin. Außer ich ziehe natürlich jetzt drei Dinger, gell? Ja, oder du gibst ihm zwei. Gangster-Fail, würde ich mal sagen, gell? Das ist schon aufgedeckt. Adolf doch auch schon. Ja, ich hab's nicht. So, ich ziehe drei. Ja. Und dann könnt ihr dann gleich noch die Dinger mischen. Ja, mach ich gleich. Hast du alle drei? Ja, ich hab drei. So, ich sag schon mal eins, egal was er mir gibt, ich werde euch auf jeden Fall zu 100% die Wahrheit sagen, was er mir gegeben hat. Was ich dann aber lege, das ist wieder was anderes. Ja, nee, ist klar. Da steht bei mir die Heizung auf 5 oder was hier los? Nee, dein Rechner explodiert gerade, weil die Lüfter ausgegangen sind, habe ich so eingestellt. Meine Heizung ist aus, aber meine Heizung ist glühend. Keine Schleichwerbung. Oh, sorry. Jetzt pass auf. Okay, ich leg die weg. Ja, jetzt haut er nämlich die Fascho gerade raus, ihr Spackos, Alter. Ja, jetzt pass auch mal auf. Ja, Arnold. Er hat mir auch wirklich zwei Faschos gegeben. Ja, also wenn Arnold, okay. Warte. Ich hab auch wirklich drei Stück gezogen. Ich hab wirklich drei Stück gezogen. Ja, bitte. Ich hab wirklich drei Stück gezogen. Arnold, darfst du jetzt die drei obersten Karten angucken? Oh, also auch noch. Ja, ich hab bis jetzt nur. Es tut mir so, ich wollte es wirklich nicht, aber ich hab wirklich drei Stück gezogen. Mhm. Es tut mir leid. Ja. Ich hab wirklich zwei. Wenn du fertig bist, legst du mir zurück. Mach ich. Hätte ich jetzt eine Facecam, hätten die Leute gesehen, wie ich mich aufgeregt habe. Ja, wieso hast du keine an, Alter? Weil ich bin zu faul. Bei der nächsten Folge, wenn es noch eine gibt. Da ich jetzt mal mehr oder weniger proven bin, würde ich gerne nochmal Bunte überprüfen. Wieso Bunte? Bist du verrückt, Mann? Jetzt guck mal, jetzt gibt es, weil er Hitler ist. Nimm mich, ja, Alter. Klar. Nimm mich. Gibt's eh, weil er Hitler ist. Pass auf. Warte, Pater, wir überprüfen erst Bunte, weil ich weiß nicht, wir haben jetzt. Du kannst ja nichts mehr überprüfen, Junge. Wenn Bunte jetzt Hitler ist, dann hat er gewonnen, du Spacko. Ja, warum soll das Hitler sein? Was ist, wenn ich dir gebe und du Hitler bist jetzt? Ja. Hey, hab ich ihr seid genauso. Er hat mir auch die Wahl gelassen. Ja, weil er die Wahl nicht hatte. Also sag mal so, mich könnt ihr jetzt hier eh nicht mehr wählen. Aber ich bin auf jeden Fall liberal. Das heißt, entweder Bunde oder. Gangster, nimm mich. Oder Pader. Wenn du nicht verlieren auf willst, jeden Fall, dann nimm mich. Warum hast du denn liberal gegen mich? Ich bin auch liberal. Es passt doch alles. Ich sage nur, wer es sein warum könnte. Nicht? Ich habe ja nicht behauptet, Pader, dass du es bist. Darum. Ich gehe stark davon aus, eben, dass Arnold Hitler ist. Boah, ich bin nicht Hitler. Nein, mach's nicht, Bunte. Glaub, mach's nicht. Bunte, mach's nicht. Wird's auch nicht. Aber Pader ist genauso, also ist nicht so safe. Ey, wenn wir ablehnen, reichen wir das Ding ja eins weiter, oder? Ja, HD Gangster. Richtig. Ja, also, dann lehnen, hey, Leute, ich Vorschlag, wir lehnen einfach ab, dann ist Dings. Ja, genau, dann gebe ich es Arnold. Dann gebe ich es Arnold und dann lehnen wir ab. Und dann lehnen wir ab und dann können wir ja wieder Gangster, der ja anscheinend proven ist. Hä, wieso lehnen dann wir das können wir den als Kanzler denn? Wählen. Dann ist. Ja, dann macht das mal. Ja, ne, du bist Hitler, deswegen lehnen wir ab. Ja. Also wieso hast du dich mich einfach genommen, Spacko? Alle auf du bist nicht safe, weißt du? Ja, ich hab beide. Ich hab genauso wenig safe wie ich. Das ist schon nicht. Nee, ich hab beide von uns drei. Ich hab confirmed, dass alle Scheiße erzählt. Hör mal zu. Du, Pader und Bunte, ihr habt mir beide die Wahl gelassen. Ja. Ich hab beide liberale Karten gelegt. Ja. Und ich hab aber keinen von euch beiden überprüft gehabt. Okay. Und das wäre jetzt die Möglichkeit jetzt gewesen. Also Arnold hat jetzt einen, der wirkt einer nach vorne rücken. Richtig, ja. Typ. Und ich bin jetzt Präsident und darf jetzt den nächsten Bundeskanzler. Ja, aber der Gangster darf die nächsten drei auch nochmal angucken jetzt. Meine, ne? Presse. Ja, darf er das jeder runter? Das ist die Frage. Ja, solange das so da liegt, oder? Nein, darf ich nicht. Nee, nur einmal. Nur einmal. Okay. So. Ja. Und da hat sie denn gerade angeguckt, pass auf, und da Gangster ja so proven ist,
Ich hab's angeguckt, ja. Gangster als nächstes. Ja, ja, genau, das ja? habe ich ja gesagt, dass wir das machen sollen. Das war ja der Plan. Das habe ich mir so vorgeschlagen. Gut, dann hör noch einmal zu. Ich bin hier strategischer Fuchs, also einmal mal auf mich hören. Alle die Karten raus. Nein. Ach so. Also, ja. Das Einzige, was jetzt da passieren kann, dass Gangster wirklich Dinge schon einfach nur eine ganze Zeit falsches Spiel bekommt. Also, dann würde ich auch echt meinen imaginären Hut ziehen, muss ich wirklich sagen. Dann okay, so, ich nehme jetzt die Karten. Ja, wenn ich Hitler wäre, dann müsste ich es euch jetzt sagen. Wenn das jetzt eine Faschistenkarte kommt, dann darf ich ihn töten, gell? Darfst du mir töten? Dann darfst du irgendeinen töten. Pater, ich weiß, dass du gezogen hast, gell? Moment, achso, ja, das ist der aktuelle Präsident, ne? Ja, der aktuelle. Ja, dann ich darf dann einen töten. Ja, ich würde am Arsch schon direkt killen, ist ja logisch. Ja, warte mal, ich leg jetzt die weg. Pater, ich weiß, dass du gezogen hast. Ja. Also pass bloß auf. Ich weiß. War das die erste? Ey, du weißt überhaupt nicht, was er gezogen hat. Doch, immer noch. Wir haben ja eine Wahl. Pass auf, jetzt muss ich euch sagen, ob ich Hitler bin oder nicht. Nein! Ich bin's nicht. Nein! Ja, doch, weil ich hätte jetzt. Nicht. Klar, doch. Guck mal, es liegen drei Karten. Wäre ich jetzt Hitler, hätte ich es euch sagen müssen. Okay. Richtig, du kannst trotzdem falsch sein. Also, ich bin's nicht. Gangster. Du hast vertan! Pech! Harder? Ja? Du hast mir gefallen, ne? Wenn du jetzt. Du bist. Alter, wehe. Leg die schwule Karte weg und zeig, was du jetzt nimmst, dann weißt du, was für eine Scheißratte du bist. Immer diese Homophobie, das gibt's. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich hab ihm die Wahl gelassen. Ich hab ihm die Wahl gelassen. Ja, aber er will. Guck mal, hört doch mal zu. Gangster will doch jetzt, dass du einen killen kannst. Und du killst jetzt Mushroom. Das ist total die falsche Dings. Nein, das ist doch gut. Ist echt so. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Mushroom Hitler ist, dann kannst du ihn jetzt killen. Also so langsam glaube ich echt, dass Ray und Gangster Hitler sind. Oh, ja. Wir sind beide Hitler. Ich glaube, nein, pass mal auf. Nein, ganz kurz zur Frage, was passiert, wenn man einen getötet hat? Muss er sich aufklären? Er muss es aufklären. Ja, also er muss sagen, ob er Hitler war oder nicht, mehr nicht. Genau, das ist es nur, ne? Und deswegen wäre das taktisch unklug. Er darf dann aber nicht mehr mitspielen auch mehr. Richtig. Ja, aber er muss nur sagen, ob er Hitler war oder nicht. Ja, mehr nicht. Deswegen wäre es taktisch unklug, mich zu killen, da ich schon gesagt habe, dass ich nicht bin. Ich hätte es ja schon sagen müssen. Ja. Nein, ihr müsst doch Mushroom killen. Blickt ihr das jetzt nicht? Ja, ich sag ja auch Mushroom. Ich kill jetzt Mushroom, aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass Gangster und Ray. Nein, jetzt hört mal kurz dann zu, bevor du es ausführst. Wenn Pader das jetzt nicht Gefühl, Pader. Machen würde, ja, würde Pader sich mega verdächtig machen, selber Fasche zu sein. Ich hab ihm die scheiß Wahl gelassen und er hat die Fasche gehabt. Ja, aber er hat doch vorher schon angesagt oder angedeutet, dass er genau das macht, dass er einen Fascho zieht, damit du Mushroom killen kannst, weil wir ja ziemlich sicher sind, dass Mushroom faschistisch ist, dass der jetzt weg ist. Nein, Pader, tu das nicht. Jetzt halt die fucking Fresse, ich kill jetzt Mushroom. Ja, nein, stopp, er muss nicht zeigen, was er ist. Er muss nur sagen, ob er Hitler war. Mehr nicht. Ich bin nicht Hitler. Nein, er muss oder? Sagen, was er ist. Nee, nein. Ich meine, er muss nur sagen, ob er Hitler war. Ja, okay. Er ist nicht Hitler. Okay, er darf aber auch nicht mehr mitspielen jetzt. Nee, jetzt ist er still. Er darf auch nichts mehr sagen. Richtig, er muss sein Maul halten. Also. Okay, dann. Mushroom ist kacke. Wollte ich mal kurz anmerken. Dann ist Ray Hitler oder Bunze. Achso, das mache ich. Nein. Da kannst du Ray oder Bunze sein. Also, nee, jetzt lass mich doch jetzt mal kurz reden, ja? Ja. Weil, also, bei Herr D. sind wir uns relativ sicher, dass er ein Liberaler ist. Die Aktion, die er gerade gemacht hat, war, finde ich, vollkommen nachvollziehbar. Hätte ich auch nicht anders gemacht. Und der Pader war der Einzige, der das irgendwie nur ein bisschen widerwillig gemacht hat. Deswegen ist in meinen Augen aktuell der Verdächtigste der Pader. Ja, ist so. Ja, pass auf, klar, Ray, dann habe ich eine Lösung. Da ich ja nur nicht Hitler sein kann und... Nimmst du ihn mit? Kann oder dich nicht nehmen mehr. Ah, scheiße. Ja, aber Pader zu wählen wäre jetzt auch kritisch. Nee, stimmt, wenn wir das jetzt ablehnen, dann geht das nicht weiter. Ne? Er muss jetzt das nächste Mal... Richtig. Shit. Und das müssen wir ja zurücksetzen jetzt, oder? Weil ja, richtig. Wahl war ja richtig, ja. So. Ja, keine Ahnung, wenn Pader jetzt wirklich ist, jetzt ist die Entscheidung. Also ich hätte jetzt, also wie gesagt, aktuell, ich rede ja immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Ich unterstelle ja nicht, dass es so ist. Und aktuell ist halt die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, am höchsten, dass eben Pader ein Faschist ist. Ich sage ja nicht, dass du bist. Darf ich mal kurz was sagen? Kannst du nicht im falschen Hals. Sekunde, jetzt seid mal alle ruhig. Ich hatte eben die Möglichkeit, und ich durfte eben wen killen, gell? Ja, wieso hätte ich denn eurer Meinung nach das Risiko eingehen sollen und hätte HD entscheiden lassen, wenn ich ihm auch gleich hätte zwei rote Karte geben können? Und hätte Das wissen wir ja leider nicht. Und hätte definitiv einen killen können. Nur mal so am Rande. Ich habe ihm aber entscheiden lassen. Ja, sagst du jetzt. Richtig, und ich habe schon gesagt, dass du nicht zwei Fasche und eine Liberalen hattest, zwei Liberalen und eine Fasche Das ist sehr unwahrscheinlich, aber ist okay. Wie gesagt, ich habe ja schon vorher angekündigt.
Ich habe ja schon vorher angekündigt, dass ich dir dann die Gelegenheit gebe. Wenn ihr meint, ich bin Fahrschule, dann meint das halt so, dann verlier mal. Dann hat die höchste Wahrscheinlichkeit, ja. Ne? Keine Ahnung, dann kannst du in dem Spiel geht es ja ein bisschen um Diskussion. Ja? Genauso, liebe Zuschauer, dürft ihr auch in den Kommentaren mitdiskutieren, dass Marschall der falsche Mann ist. Ja? Das wissen wir ja jetzt mittlerweile. Ah, dass Arnold Fasche ist, hallo? Ich gehe stark davon aus, dass Arnold Fasche war, deswegen. Ja, ich auch. Ich gehe auch davon aus. Deswegen, wenn Pader der andere ist, dann... Ja, ich hab doch Arnold schon die ganze Zeit verdächtigt, dass er Fasche ist. Wieso soll ich das direkt von Anfang an machen? Richtig. Aber wenn ich selber Fasche bin, wieso sollte ich das denn direkt von Anfang an machen? Ja, weil das sonst auffällig wäre, wenn du ihn decken würdest. Ja, ist klar. Richtig. Na dann mach. Notopfer. Na los, entscheide. Ja, ich weiß es nicht. Das Problem ist, Gangster kann ich nicht wählen. Ja, das ist doof. Und und selber kann ich mich auch nicht wählen. Ne? Ja. Du kannst nur Pader oder Bunte nehmen. Ja, richtig. Da musst du dich jetzt halt drin entscheiden. Das können wir dir nicht abnehmen. Ja, komm, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, dass Bunte denn nochmal ist. Ich denke, er ist es Pader. Ja, das sagst du. Ich kenne das anders. Ich sag, Bunte ist Hitler. Ja, alles klar, Pader. Ich vertraue jetzt einfach mal aufs Alles klar. Das war ein Fehler. Ja, Pader, du hast verloren einfach. Ist klar. Gangster, du musst auch mitwählen, gell? Ja, ich hab dich schon rausgelegt. Achso, sorry. Moment, musst du tun. Na! Ja, jetzt musst du nehmen. Okay. Gut. Ja, wir haben verloren. Da danke ich vielmal für die Wahl und danke für alles. Ihr seid so dumm, Mann, Alter. So. Gangster, das war gut. So das war sehr gut. Ja, Mann, das war mega gut von uns. Oh, Ray, du bist ein Affe, Alter. So ein Dummer. Als Maul. So ein dummer Kerl, Alter. Ganz ehrlich, jeder hat gedacht, dass Marsch schon Fascho ist. Ja, jetzt soll ich der Arsch sein. Ja. Ehrlich, Pader, wenn du so scheiße spielst, dann kann ich auch nicht so viel. Ich hab nicht scheiße, was haben wir alles scheiße gespielt, Alter. Und so geht sie unter, die Demokratie im Streit. Fickt euch alle, Mann. Die Richtigen sind wieder an der Macht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Tschüss, dann mach's gut und ciao.